Hallo Leute, Eintreffung hier. Heute geht es um die Kämpfe im Untergrund und wie ihr die meisten Punkte macht. Hier ein Beispiel, wir greifen die normalen Infizierten an und schaut nur, wie viele DNA-Proben mit einem Angriff möglich sind. Das ist kein Cheat oder so, das ist tatsächlich Angriff auf normale Mods. Und die Auswirkung passiert dadurch, dass ihr einfach die Forschung weit genug betrieben habt und tatsächlich auf Schaden von diesen Giftgaswolken euch spezialisiert habt. Da kriegt ihr die meisten Punkte. Es geht vor allem auch schneller und kostet auch unter Umständen weniger Gasflaschen, als wenn ihr Bosse angreift. Hier 15, da 19. Und es geht doch schneller. Seht hier, 19, da ist 15. Und da bekommt ihr höchstens pro Runde, da sagen wir 900, 1600, 1800, 2000. Aber um mal eben so ein 4000er zu reißen, das geht schwierig. Ich bin mir ganz sicher, dass die Spieler auf obersten Ebenen nicht die Bosse vorrangig angreifen, sondern tatsächlich die einfachen Infizierten. Es klingt egoistisch, ist es auch, nur es ist tatsächlich am effektivsten, um an DNA-Proben anzukommen. Um Forschung schnell voranzubetreiben, ihr seht, sie sind schon alle wieder weg, Forschung schnell voranzubetreiben, müsst ihr diese Bauten nutzen, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Dadurch bekommt ihr eben Forschungspunkte und ein bisschen DNA-Proben und könnt dadurch sehr schnell vorankommen. Ich habe mir jetzt schon zum, ich glaube, 6-mal kann man mehrere Male schon zurücksetzen lassen und das Ganze immer wieder zusammengekauft. Ich habe mich jetzt tatsächlich auf Plasma und Abzeichen konzentriert und ihr seht, ich habe ohne Probleme auf einmal einen so einen Block zu kaufen. Zu vergleichsweise kleinen Aufwand. Ich hoffe, dieser Tipp hilft euch weiter und bis zum nächsten Mal.